guten Abend. Es gibt ganz viele Dinge, die schöner sind, wenn man sie gemeinsam mit einer Freundin macht. Sport treiben ist, Entschuldigung, Sport treiben ist lustiger, gemeinsam ausnehmen ist auch schöner und ins Kino geht man ja auch nicht so gerne alleine. Es gibt ganz viele Frauen, die sich neue Freundinnen wünschen, wenn sie umgezogen sind oder sich die Lebensumstände geändert haben. Deswegen entstand die Idee, ein Netzwerk zu gründen für Frauen, die auf der Suche nach neuen Freundinnen sind. Mein Name ist Marie Hagdorn, ich bin 32 Jahre alt und die Gründerin von Beste Freundin gesucht. Die Seite ist im Januar 2015 online gegangen und unter www.beste-freundin-gesucht.de erreichbar. Das Prinzip funktioniert ganz einfach. Man gibt seine Postleitzahl ein und schon werden Suchprofile von allen Frauen aus der direkten Umgebung angezeigt. Man kann diese dann per persönlicher Nachricht anschreiben oder sich selbst ein eigenes Suchprofil erstellen. Die Seite ist werbefinanziert und für die Nutzerinnen komplett kostenlos. Ich habe das Netzwerk in einer ersten Version online gestellt, einfach um zu sehen, ob die Idee, die mich so begeistert hat, funktioniert und wirklich Potenzial da ist. Ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, ohne jegliches Werbebudget 1.000 Nutzerinnen im ersten Jahr zu erreichen. Ich habe ganz, ganz tolles Feedback von meinen Nutzerinnen bekommen, die die Idee auch begeistert weiterempfohlen haben. Mittlerweile auch viele Rückmeldungen von Frauen, die über meine Seite neue Freundinnen gefunden haben. Es gab auch Presseberichte über meine Seite. Mein persönliches Highlight waren Artikel in der Cosmopolitan im letzten Jahr. Mein Ziel mit den 1.000 Nutzerinnen habe ich bereits nach 3 Monaten geknackt. Mittlerweile habe ich fast 15.000 registrierte Nutzerinnen auf meiner Seite. Es kommen monatlich 65.000 Besucher dort und 165.000 private Nachrichten wurden bereits verschickt. Ich habe Feuer gefangen. Es ist so, dass wir das Internet ja für viele Dinge nutzen. Wir holen uns die Welt ins Wohnzimmer. Auf die Idee, aber jetzt dann Kontakte übers Internet zu knüpfen fürs reale Leben, kommt man erstmal nicht. Und ich glaube, dass es noch ganz, ganz viele Frauen gibt, die sich neue Freundinnen wünschen, aber gar nicht auf die Idee kommen, im Internet dann noch zu suchen. Ich möchte mit Beste Freundin gesucht erreichen, dass jede Frau im deutschsprachigen Raum weiß, dass es die Seite gibt. Ja, mein zweites Ziel, ich möchte natürlich gerne Werbepartner finden, die auf Beste Freundin gesucht Werbung schalten möchten. Ein umfangreiches Werbenetzwerk ist momentan jetzt auch schon in der Planung. Es wird dann Möglichkeiten geben, Werbeanzeigen zu schalten, diese dann auch nach Regionalität oder Alter auszuliefern oder eine Werbekooperation, eine exklusive mit Beste Freundin gesucht einzugehen. Ja, für heute Abend habe ich sogar noch ein drittes Ziel. Liebe Jury, ich würde mich riesig freuen, wenn Sie das Potenzial in mir und meinem Projekt sehen und mich ins Landesfinale am 17. Juni schicken. Schönen Abend wünsche ich noch. Wenn noch Fragen sind, sehr gerne. Herzlichen Dank.